Glück auf und willkommen zurück zu Skyrim, wo wir jetzt doch hier an dieser Stelle weitermachen. Einen Moment. Einfach damit ihr auch seht, was sich bei mir statistikmäßig verändert. Oh lol. Stan. Beim ersten Versuch direkt nicht schlecht. Das riecht mich auf, diese verdammten Magier hier unten, die haben so eine Power in ihren Zaubersprüchen. Das ist Wahnsinn, wie die mich wegschnetzeln. Das geht zickidi-zack und schon ist er ab, der Peter. Nun kann ich euch die Quelle der Albträume zeigen. Hier drüben. Ja, ja, zeigt mir doch, was ihr wollt. Ich renne direkt nach unten durch. Ja! Sag mal, wieso renne ich denn die ganze Zeit um den drumherum hier? Geh weg! Dietrich Gold. Dietrich Gold. Verdammt, die Priester. Das kennen wir alles schon. Mach doch mal hin. Was soll denn diese ganze Scheiße? Ey, ich hab keinen Bock, ständig zu verrecken. Hier, ich will doch weiterspielen. Zickidi, zack. Also, ab zur Pipeliothek. Halt die Klappbund voll schön mir nach oben zu der Türe. Los, los, zack. Los, 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 los. Es ist gleich du schaffst oben. Das, ich trau dir das zu. Hau rein. Seid vorsichtig. Wir werden dort drinnen bestimmt weitere Erwachte finden. Ja, ja. Mach uff. Schönen guten Tag. Fuß runter! Song. Ja! Träumende. Ja! Ja! Zack. Oh, zieht euch an, was für eine Wut ich hab. Zaubertrank. Gold. Und diesmal bin ich schlau und nehme direkt das Buch mit. Meine. So, den schönen Bogen wieder raus hier. Diese Bibliothek war einst mit arkanen Werken gefüllt. Seht sie euch jetzt an. Fast alles ist verbrannt. Ich hoffe, das Buch, das wir brauchen, ist unbeschädigt. Was war das? Trau dich. Was? Ich wusste es. Einen Mist wusstet ihr. Von hinten! Ja. Fuß runter! Und vergeht! So, gut gemacht. Ohne weitere Unterbrechungen könnten wir vielleicht die... Wir suchen auf der Leinwand befindet sich das ab. So, jetzt kommt wieder das ganze Fragenzeug zu der Traumreise. Ich versichere euch, die Traumreise ist in der verminischen Überlieferung wohlbekannt. Jetzt habe ich mal das andere gedrückt hier. Ich habe so eine Reise leider noch nie selbst erlebt. Als Priester von Mara, ich will, aber ich schwöre bei ich glaube, es gibt ein Labor im Ostflügel. Ihr erlebt die Erinnerungen eines anderen. Wow. Mit euren Augen und mit eurem Körper. Umstehende werden euch ganz normal wahrnehmen, doch die Worte, die ihr aussprecht, könnten möglicherweise nicht eure eigenen sein. Das klingt ja wirklich spannend. Aufgrund all dieser seltsamen Prinzipien herrscht große Uneinigkeit darüber, ob es sich wirklich um einen Traum oder nur um Verminas Machenschaften handelt. Wie wache ich wieder zur richtigen Zeit auf? Ich werde in eurem Schlummer über euch wachen, um eure Sicherheit zu gewährleisten. Wenn ich sehe, dass etwas nicht stimmt, hole ich euch mit meinen Fähigkeiten zurück. Ansonsten weiß ich nicht genau, wann eure Traumreise enden wird. Vielleicht, wenn Verminas Neugier gestillt ist. Okay. Na gut. Das Labor dann die Bibliothek an. Ich hoffe, wir finden noch eine intakte Probe. Fuß runter! Zack. Nein! 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 So. Ich bin ein bisschen aus der Haut gefahren. Ich will halt nicht nochmal sterben und deshalb drücke ich jetzt hier auch erstmal eiskalt F1, ne? Das ist nämlich meine Schnellspeicherdaste, müsst ihr wissen. Ich hab's nämlich faustdick hinter den Öhrchen, Leute.
Zeit für eure letzte... Was ist geschehen? Wow, 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 wow. Nicht schon wieder. Ich will nicht sterben. Ist das alles, was ihr könnt? Ich zeige euch, wie man... Holt ihn euch! Ich warte inzwischen hier und heil mich. Boah, wie viele von euch gibt's denn hier? Naja, du machst das schon, ne? Ich trau dir das zu, während ich hier die Leichen plündere. Ganze Zaubertränke hier, die kann ich ja alle mal der Reihe nach verkaufen. Ah, das ist ganz gut. Wir hatten doch, glaube ich, noch Material für Heiltränke mit dabei. Können wir gleich mal ein bisschen was herstellen. Tränke kann man ja immer mal gebrauchen. Hey. Frisbee. Naja, gut, hat nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Jetzt, da sie erledigt sind, müssen wir den Torpor finden. Ja. Woher weiß ich, wie er aussieht? Er sollte sich in einer kleinen Flasche befinden und wie ein Trank aussehen. Ich sauf einfach alles, was ich finde. Ich werde hier mit der Suche beginnen. Der Torpor müsste in einer großen Flasche mit dunkler Flüssigkeit sein. Bringt sie mir, wenn ihr sie findet. Noch mehr Zaubertränke, oh ja. Zaubertränke nehme ich gerne mit, die sind was wert. Oh ja, ein Detraherd. Sehr schön. Die Dinger können wir gut gebrauchen. Hier ist noch eins. Okay, wir müssen aufpassen, was wir hier nehmen, Leute. Ich zieh dich mal aus dem Regal, du altes Stinktier. Feuerresistenz. Feuersalze. Erstmal zwei Detraherzen abgestaubt. Auch nicht schlecht. Zaubertrank der Heilung, Feuersalze. Das nehme ich mal alles mit, das kann man alles futtern. Haben gefunden. Keine weiteren Herzen, euer Ehren. Geldbeutel. Was passiert, wenn ich hier ziehe? Okay, gut. Jetzt haben wir hier unten die Tür schon mal aufgemacht. Auf die Detraherz müssen wir gut Acht geben. Die können wir später noch gut gebrauchen. Ja, mein Sohn? Ich habe den Torpor gefunden. Ich bin erleichtert, dass ihr eine unbeschädigte Flasche gefunden habt. Hier sieht es aus, als wären Orks auf Plündertour gewesen. Bis hierhin habe ich uns gebracht. Aber den Rest des Weges müsst ihr uns führen. Trinkt. Hier? Jetzt? Das Schicksal von Dämmerstern liegt in dieser winzigen Flasche. Je länger wir warten, desto mehr Schaden kann Vermina diesen armen Leuten zufügen. Ich verstehe euer Zögern, aber ich verspreche euch, dass es funktionieren wird. Na also gut. Machen wir weiter. Es gibt... Halt die Klappe, wenn ich am Saufen bin. Die Orks sind ins Allerheiligste eingedrungen, Bruder Waren. Wir müssen durchhalten. Der Schädel darf ihnen nicht in die Hände fallen. Aber es sind nur noch eine Handvoll von uns übrig, Bruder. Dann haben wir keine Wahl. Das Miasma muss freigesetzt werden. Das Miasma? Aber, Bruder... Es gibt keine Alternative. Es ist Verminas Wille. Und was ist mit euch, Bruder Casimir? Seid ihr bereit, dem Willen von Vermina zu dienen? Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Ich bin bereit. Dann ist es entschieden. Bruder Casimir, ihr müsst die Barriere aktivieren und das Miasma freisetzen. Lasst euch von nichts davon abhalten. Bruder Torek, wir müssen hierbleiben und den Schädel, falls nötig, mit unserem Leben verteidigen. Also ist der Schädel, ja? Bis zum Tod. Okay. Ich darf hier leider nichts mitnehmen. Der sitzt hier rum, seelenruhig oder was?
muss die Barriere aktivieren. Nicht so schnell. Oh, ist das hier alles komisch. Niemand hintergeht mich. Wo muss ich denn lang? Niemand schlägt einen auf. Muss bestimmt hier hoch, hä? Oh ja, hier bin ich richtig. Was mache ich jetzt? Dies war euer letzter Fehler. Warten, bis das Gas wirkt, oder was? So ein echter. Hoppala. Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Das ist gruselig. Darf ich jetzt wieder was machen? Hallo? Es hat funktioniert. Mara sei gepriesen. Nachdem ihr den Torpor getrunken habt, seid ihr verschwunden und auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war unglaublich, als ob ich wirklich dort gewesen wäre. Wie ich euch beneide. Es muss spannend sein, die Geschichte mit den Augen eines anderen zu sehen. Aber ich habe mich damit abgefunden, über diese Wunder im Rahmen meiner Erforschung des Schädels nur zu lesen. Darüber reden wir später. Wir müssen weiter. In der Tat. Meine Verehrung für Verminas Machenschaften sollte unsere Mission nicht gefährden. Ich entschuldige mich. Das Allerheiligste liegt vor uns. Wir müssen zum Schädel gelangen und den Problemen Dämmersterns ein Ende bereiten. Geht voran. In Ordnung. Folgt mir. Kommt. Wir müssen zum Schädel und ihn zerstören. Nieder mit dem Schädel! Wir müssen aufpassen, hier sind auch überall die Schlafenden unterwegs. Zeit für eure letzte Ruhe. Bleib liegen, Schätzchen! Plündern oder was? Ah, plündern. Hoi, 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 hoi. Jetzt reicht es! Dass man immer mit der Axt draufhauen muss wie ein Blöder. Arcana Verzauberer, habe ich irgendwas, was ich entzaubern kann? Ach, das ist Verzaubern. Entzaubern wäre das. Da kriege ich aber keine Punkte für, weil ich nicht hab zum Entzaubern. Na, Service. Aber das ganze Verzauberungszeug, das ist sowieso nicht unbedingt meins, muss ich zugeben. Na, hoppala. Wahrscheinlich während dem Angriff schon gestorben. Es lebt, tu was. Es lebt. Nicht mehr. Zaubertrank. Fuß, sie tut das. Orkischer Angreifer. Boah, fuck, der hat Feuer. Ich bin weg. Wir müssen die Albträume beenden. Von allen Seiten mit Feuer. Zack. Ihr wagt es gegen einen Doom. Euer letztes. Jetzt ist Ruhe. So. Also der orkische Angreifer, der hatte was drauf. Lederrüstung, Gewicht 6. Wie viel kann ich noch tragen? Viel nicht mehr, aber ich nehme es mal mit. Man kann ja auch mal was mitnehmen, ne? Oh, Lavendel. Wenigstens riecht die Leiche gut. Oh. Alles für den Arsch. Joll, Zehenzahler. Oh, Zaubertrank der Heilung. Zaubertrank. Dass die alle Zaubertränke dabei haben, ey. Hast du Geld? Hast du nicht. Konnte ich es auch nur erwarten, ey.
Aha, aha. Oh yeah. Kohle! Das war nichts. Oh yeah, da habe ich den richtigen Punkt erwischt. Jolt und ein Zaubertrank. So ist es schön. Nee, du warst schon tot. Gut. Du siehst auch relativ tot aus. Ja. Toter Rock. Ah, der lebt noch! So, mein Freund, genug angezündet. Zong! Hau drauf, solange er am Boden liegt. Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch. So. Also da waren ja auch manche relativ stark jetzt von den Gegnern, ne? Mal dieses Puppengesochse. Oh ja, hier sind noch Tränke, die kann man mitnehmen. Versteckt? Ich schicke ah! Das war schon alles. Das. Mehr habt ihr nicht drauf? Ihr gehört mir. Wir müssen die Träume beenden. Boah. Sterbt, okay, okay. Ork, töten! Diener Saurons, du wirst sterben! Ist das euer Ernst? Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Ich hatte doch noch voll viel Lebensenergie. Was sind denn das für Haut drauf, Leute? Hatte ich ein Level up? Nö. Wo bin ich denn jetzt? Oh, hier, wo ich gespeichert hatte, oder was? Oh, nee, da bin ich ja jetzt sauer, oder was? Alter, kannst du mich mal durchlassen, bevor die mit dem Blitzen anfangen? Ah, wer? Lass das! Ich habe genug von euch. Okay, der ist schon mal ein bisschen gebrutzelt. Das war schon alles. Ah, 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 die gehen auf mich los. Ich will das nicht. So, und während du fliegen gehst, nehme ich mir jetzt nochmal hier einen Heilungstrank. Ich komme ja mit dem Spiel gar nicht mehr klar, ey, wie oft ich hier verrecke in der letzten Zeit. Ich werde euch brennen gehen. Hilfe! Meins. Oh, jetzt lasst mich doch mal in Frieden! Ja, was denn? Ich komme hier nicht mehr weg. Och, Mann. Ich fange an, gerade das Spiel zu hassen, Leute. Was sind denn das für blöde Magier hier unten? Der blöde Ork eben, da habe ich voll kein Verständnis für, ey. Ich habe noch voll viel Lebensenergie und der haut mich einfach mal platt, ey. Das macht man nicht. Für Dämmerstern. Für halt die Klappe. Das war schon alles. Ihr spürt Maras Güte. Boah, wie die direkt wieder rangehen. Sag mal, kannst du das mal lassen? Lassen sollst du das. Boah, schon wieder so einer. Der soll das lassen. Sag dem mal, der soll das lassen. Hilfe. Ist er tot? Sehr gut.
Mein Gott, Walter, das muss doch nicht sein, sowas. Ich muss echt mir angewöhnen, öfter zu speichern, damit sowas nicht dauernd passiert, ey. Das war ja unschön. Wir haben jetzt schon so viel gemacht und dann verrecken wir doch noch elendig. Ja klar, beenden, sonst hätte ich es doch nicht gesagt, oder was? Jetzt, da sie erledigt, er sollte sich... Ich werde hier mit der Suche beginnen. Ja, mach du das. Ja. Habe ich dich schon durchsucht, so, ja. Wie kann ich euch helfen? Halt einfach die Klappe und lass mich alles andere machen, ja. So, wo sind die ganzen D3-Herzen? Da ist eins, da ist eins. Dann haben wir hier ja noch die Tränke. Fallwurzel, Tollkirschen, oh. Trollfett. Glühstaub. Ich nehme das einfach mal mit. Und fress das dann alles mal hier. Zutaten. Wo sind sie denn? Da. Ne, das D3-Herz esse ich ganz sicher nicht, Leute. Wie ich einfach mal alles in mich reinfresse, ne? Lecker, lecker Salat. Falls wir mal wieder so ein Zeug finden, dass wir dann im Menü halt sehen, wozu es taugt, ne? Falls ich denn sowas mal im Menü hab. Offen gesagt hatte ich einfach nur Lust, alles zu fressen, was mir in die Quere kam. So. Jetzt können wir ja nochmal gucken. Jetzt haben wir ja wieder einige Zutaten rein. Magika senken, Feuersalz ist unbekannt momentan. Anfälligkeit für Frost, okay. Anfälligkeit für Gift. Gut, gut. Das ist meins. Nehme ich einfach mal mit. Ach halt, ich wollte ja hier noch aufmachen. Wir müssen den Schädel so schnell wie möglich zerstören. Hier ist ja auch noch der Goldbeutel. So, mein Freund. Erstmal ganz wichtig hier nochmal F1 drücken. Sicher ist sicher. Obwohl der ja eigentlich geschnell speichert hatte oben. Ja, mein Sohn. Ich bin... Bis hierhin habe ich uns gebracht. Das... Ich verstehe euer Zögern, aber ich... So, und jetzt aber zack ich hier. Zaubertränke. Zack. Brech. Die Orks sind ins Allerheiligste eingedrungen, Bruder Waren. Wir müssen durchhalten. Das kennen wir ja alles schon. Ist jetzt gar nicht mehr so beeindruckend, ey. Aber es sind nur noch eine Handvoll von uns übrig, Bruder. Dann haben wir keine Wahl. Das Miasma muss freigesetzt werden. Redet nicht so viel. Schickt mich los. Ich hasse es, wenn ich Sachen schon erlebt habe. Ich will das nicht. Alternative. Es ist Verminas Wille. Ich will doch weiterspielen. Und das ist mit euch, Bruder Kahn. Dann ist es entschieden. Bruder Torek. Einverstanden. So, ich lauf los. Man sieht sich. Wo muss ich denn lang? Ah, da hinten. Da kommen wir gleich wieder an dem vorbei, der hier seelenruhig seine Suppe schlürft. Ja, kloppt ihr ruhig alle. Ist mir doch egal. Nur noch ein Stück. Und ab dafür. So, Leute. Haben wir das schon mal geschafft. Und schon sind wir zurück in der wirklichen Welt. So, Leute. Und ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir für heute Schluss. Und beim nächsten Mal machen wir hoffentlich weiter, ohne nochmal von so einem elenden Ork gefällt zu werden. So ein Erlebnis muss ich nämlich nicht unbedingt alle Tage haben hier, ne? Und ja, das nehme ich schon mal mit hier. Zack. Und bis zum nächsten Mal und so. Tschüssi.